tut das. Sie scheint zu zaubern. Ah, schön, schön. Wieso habt ihr die kleinen Schweinchen nicht erledigt? Kleine Schweinchen? Wir sind keine kleinen Schweinchen, du dicker, aufgeblasener. Na gut, Minsk, schlüpf schnell in deine Rüstung. So. Ah, die Pause ist vorbei, ja. Was dieser Trubel zu bedeuten, Schual? Warum hast du diese Bleichlinge nicht vernichtet? Hüte dich vor meinem Zorn, Wasserkind. Es ist nicht meine Schuld, Ogadross. Sie sind stärker als ich. Pa, das Fleisch kommt in die Speisekammer, das Gold in die ins Portemonnaie. Töten werden wir sie. Ganz wie du befiehlst. Mit welchem Recht haltet ihr dieses Wesen gefangen, Oger? Gebt zurück, was ihr rechtmäßig zusteht. Sie hat euch das erzählt? Ihr ganz schön auch was auf die Rübe gegeben, dass sie so verwirrt. Ist wahr, ich habe ihr Schultertuch, doch Wasserkind mein Weibchen. Ich, der Oger Magus Dross, alle Welt beneidet mich darum. Ich töte und ich töte gut. Oh, also hat sie uns jetzt zweimal veralbert? Aber warum hat sie dann Minsk wiederbelebt? Das ist schon eine komische Sache. Na gut, wir versuchen ihn mal zu unterbrechen. Sie hat keinen. Wir müssen die Spruchrolle. Jahira. Ja. Spricht meine Segnung, damit wir schneller treffen und möglichst schnell ihn runterhauen können. Und Minz zieht sich ganz schnell an. Wo ist der Oger? Oh, unsichtbar. Na gut. Heiltrank trinken. Und alle rauf da. So, nächster magisches Geschoss. Noch eine Spruchrolle, ist egal. Weil Ogermagier sind ziemlich mächtige Wesen. Da können wir ruhig ein paar Ressourcen verbrauchen. So, die haben beide magisches Geschoss. Shahira wirft weiterhin ihre Steinchen. Er benutzt nur seine Berserkerwut. Ja, das ist gut. So, alle rauf da. Oh, das waren ja drei. Oh, das wäre natürlich super, wenn sie jetzt durch ihr Level-Up mehrere auf einmal casten könnte. Müssen wir bei Zeiten mal testen, sobald sie sich wieder ausgeruht hat. Aha, er hat vergessen, seine helle Bade zu benutzen vorher. Jetzt geht er mit Fäusten auf den Oger los. Na gut, wenn er Spaß dran hat. So, er hat nichts Wichtiges mehr. Kann man schon irgendwelche Verletzungen sehen? Nö. Und der ist wieder unsichtbar. Nein, warum greifst du sie an? Ah. Nein, nicht sie angreifen. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Ich würde lieber schwimmen gehen. Ja, das würdest du bestimmt lieber. Na komm schon. Es ist ja schön und gut, dass sie ihm nichts tun können, aber... Ich würde lieber schwimmen gehen. Ja, du kannst doch gleich schwimmen gehen, wenn wir deinen Meister umgebracht haben. Aber ich treffe den nie. Na gut, benutzen wir mal das Kurzschwert, das ist ja magisch. Vielleicht klappt das. Nicht die Meerjungfrau. Könnt mir nichts anhaben. Ihr werdet alle sterben. Ah. Okay, er wird übernommen. Und der Rest schläft. Na, wenigstens greifen sie die Schlafenden nicht an. Obwohl ich es echt ärgerlich finde, dass sie... Wow. Was Kettenblitz? Blitzstrahl. Na gut. AI aus und alle auf ihn. Und jetzt haut auch Kirigor mit auf unsere ein. Das ist nicht so toll. Schön. Und jetzt müssen wir sie angreifen oder können wir mit dir reden? Komm, wir wollen dich nicht töten. Lass uns in Ruhe.
Ah, wir können auch nicht weglaufen, weil Minsk auf Gerogon einprügelt in seiner Berserkerwut. Na komm, ein Versuch noch. Ah. Kann man nichts machen. Stirb. Bei den Wassern meiner Heimat. Ich bin wieder frei. Okay, wir mussten sie nur doll genug schlagen. Die sind komisch. Verzeiht mir, wenn ich mich sogleich entferne. Doch ich will keinen Augenblick mehr auf diesem schrecklichen, harten Land verweilen. Es war ein amüsantes Spiel, aber jetzt bin ich seiner überdrüssig. Ich danke euch vielmals. Lebt wohl. Erfahrungspunkte bekommen. Hm. Nicht so hastig. Ja, aha. Schon besser so. Diese hinterhältige. So, Minz schlägt mit Fäusten auf Gerogon ein. Gerogon benutzt ein Kurzschwert, für das er kein Talent hat und deswegen trifft er Minz nicht. Ja, das hätte eigentlich nicht besser laufen können. Warten wir mal, was passiert. Oh, nebenbei können wir ja plündern, um die Zeit totzuschlagen. 5000 Erfahrungspunkte ist übrigens... Wow. Kein Wunder, dass wir gleich zwei Level-Ups haben. Und einen magischen Helm. Ein bisschen Gold. Oh. Ja. Ganz ruhig. Heil mal Minsk. Oh. Heil dich selbst, Minsk. Und benutzt die Hellebarde. Schnell noch die ganzen Sachen einsammeln. So. Was machen wir jetzt mit Gerogon? Ah, wie lange hält sowas? Kann man das im Charakterprofil vielleicht sehen? Schreckenszauber. Nö, kann man nicht sehen. So ein Festhalten-Zauberspruch oder Magiebann wäre jetzt nicht schlecht, aber das ist ja erst Level 3. Obwohl sie hat Verstricken, ne? Ne, sie hat Verstricken. Auf gut Glück. Ja, so viel dazu. Der Einzige, der nicht verstrickt wurde, ist Gerogon. Nein. So, weg. Du auch, weg. Komm schon, Minsk. Du hast Geschicklichkeit 18 dank deiner Handschuhe. Ja, so ist gut. Alle aus dem Bereich daraus. Ah, vielleicht kann ich dann das aufheben? Nee. Ah, na endlich. So, auch daraus. Das war eine Aktion da. Schnell mal abspeichern. Speichern nicht möglich. Ja, wegen dem Zauberspruch. Na gut. Dann schauen wir uns doch mal an, was wir bekommen haben. Der Helm kommt zu Düna hier. Identifizieren. Abwehrhelm, Geschenk des Friedens. Und er macht Rettungswurf plus 1. Widerstand gegen Strom, Kälte und Feuer. Plus 20%. Wow. Das ist ein sehr, sehr guter Helm. So, den Helm bekommt er. Jahira bekommt ihren wieder. Oh, schick, schick. Machen wir noch kurz den Level up. 56 Lebenspunkte. Also er wäre schon mal Stufe 4. Wenn die anderen jetzt auch alle Stufe 4 sind, können wir uns langsam wieder an die Banditen ranwagen. Khalid, wie viel braucht er noch? 842. Sie braucht ein bisschen mehr, weil sie halt eine Multiclass ist. Also zwei Klassen gleichzeitig. Immorin ist schon längst 4, die ist bald 5. Und sie braucht noch recht viel, 3000. Weil sie halt als letztes zu uns zugestoßen ist. So, speichern wir jetzt mal ab. Oh, er hat noch Böses entdecken und Schutzrückbösen bekommen. Wow. Ja. Das kann bei einem Gewitter auch passieren. Lustiges Zufallsereignis. Aber kein Schaden, Gott sei Dank. So, speichern wollte ich. Können immer noch nicht speichern. Was ist denn jetzt los? Kommt mir aber nicht gerade sehr wohl vor, mit so wenig Lebenspunkten und ohne Heilzauber hier durch die Gegend zu tingeln. Vor allem, wenn Ogre, Magier und Wassernymphen hier sich rumtreiben. Ah, jetzt geht's endlich.
Dann schlagen wir gleich mal unser Lager auf. Ein übler Geruch Untoter schleicht sich in euer Unterbewusstsein. Als ihr aufwacht, müsst ihr zu eurem Schrecken feststellen, dass ihr Grausen in den Hinterhalt geraten seid. Grausen? Was sind denn Grausen? Ein düster Schrecken. Na gut. Das ist jetzt nicht so das Problem. Meine Klinge wird euch zurechtstoßen. Oh. Ja, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass sie das können, auch wenn sie es recht selten machen. Aber 650 Lebenspunkte. So, können wir jetzt rasten, obwohl er erstarrt ist? Das wäre natürlich super. Ja. Schön, schön. Dann heilen wir mal. So. Links noch. Nein, nicht den Heiltrank trinken. Genau. Hand auf Leben reicht vollkommen. Sie hat ihre Sprüche wieder. Gut, gut. So. Nochmal rasten. Und wir können weitermachen. Na gut, ich decke den mal wieder auf. Ja, wie ihr gerade sehen konntet, Dino hier ist magisches Geschoss und gibt schon zwei Kugeln. Das macht gleich doppelten Schaden, das hat es echt in sich. Das ist schon mal gut. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist, wir haben keine Kugeln mehr. Weder für Jahira noch für Dino hier. Jedenfalls fast keine mehr. Das heißt, eventuell breche ich das jetzt kurz ab und laufe zurück in die Stadt. Aber mal schauen. Wenn irgendwas Schlimmes kommt, laufen wir halt kurz weg. Aber ich denke mal, das ganze Gebiet wird hier eh nicht begehbar sein. Da wir direkt an der Küste sind, kann gut sein, dass hier irgendwo ein Reinschnitt kommt. Aber bisher ist es ja wesentlich gefährlicher eigentlich als der Banditenwald, ne? Ich meine, Ogre-Magier an sich ist eigentlich ein bisschen später im Spiel vorgesehen. Und die Wassernymphe mit 5000 Erfahrungspunkten, die einen sofort töten kann mit einem Kuss. Ja, definitiv härter als eine Eispfeil. Also ich denke mal, sobald wir halt unseren Level-Up haben, können wir auf jeden Fall die Banditen neu angehen. Könnten wir wahrscheinlich jetzt auch schon, wenn ich es ein bisschen geschickter angehen würde, ein bisschen vorsichtiger. Aber, na gut. Und Ogre und Ogrillions. Ah ja. Alle da drauf, bis auf Jahira, die soll nicht mit Fäusten kämpfen. Ah, aber sie kann ihr Flammenschwert beschwören. Gut, gut. Ja, das hat auch Stil. In der Nacht beim Feuerschwert kämpfen. Ja, die haben alle ihre Waffen, aber er kann jetzt langsam mal wieder sein Bastardschwert benutzen. Und kurz Kale teilen. Was ganz Neues, ne? Komm mal raus da. Du solltest Kale teilen. Jahira, du auch. Dina hier schnell ein bisschen zaubern. Das werden langsam doch ein paar viele. Ja, genau. So, den lassen wir laufen. Au, weia, weia, weia. Ja, definitiv eine harte Gegend hier. Davon können wir nichts gebrauchen. Benutzt ruhig den Stab. Du hast keine Tränke mehr. Das ist nicht so gut. Na gut, komm mal näher ran, dann wirft Kerogon dir seine rüber. Und Pause. Und Pause. Ja.
Also alle Mann auf den, ne? Na, komm schon. Schnell sterben. Also, der Rüger. Jetzt habe ich die gerade weggeworfen, die Trinker. Ne? Hand auflegen. Jedes bisschen hilft. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ja, komm, es ist nur normaler OG. Haut dazu vier drauf ein. Ja, also. Jetzt schnell den Ogrillion. Puh, das wird knapp. Wen greift er jetzt an? Oh nein, nicht Khalid. Weg. Genau, Hau Jahira, die hat noch volle Lebenspunkte. Und? Wer wird gehauen? Jahira immer noch. Jahira muss weg. Georgo muss auch weg. Khalid sowieso. Uff. Okay.